Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Webinar heute. Für unsere neuen Zuschauer will ich mich wie immer ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander Savanelli. Ich bin ein Schauspieler, Musiker und Dolmetscher von Beruf. Bis jetzt habe ich sehr intensive Schauspielkarriere hier in Belgien, Frankreich und teilweise in Deutschland gehabt. Und seit ein paar Monaten arbeiten wir mit Kollegen aus dem Kommunikationsteam der SkyWorld Community zusammen. Und wir tun unser Bestes, um diese Technologie bekannt zu machen und weiter zu popularisieren. Aber heute haben wir eine neue Applikation für unseren Webinars eingeführt und ich schätze, wir haben manche Probleme mit Sound. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen für eventuelle technische Abweichungen. Ich will gerne unseren aktuellen Webinar nicht wie üblich mit der Präsentation der Unitsky String Technology beginnen, sondern mit einer großen Neuigkeit für unser Unternehmen. Wir erzählen unseren Gleichgesinnten oft und gerne vom Stringtransport und machen wir das täglich. Aber manchmal, wie das russische Sprichwort sagt, es ist besser, einmal zu sehen, an 100 Mal gehört zu haben. Ja, in der Tat, in den letzten Wochen war unser Unternehmen sehr regelmäßig auf YouTube und anderen sozialen Medien in der ganzen Welt zu sehen. Und das bedeutet, dass die Technologie von USKY Transport weltweit gefragt ist und das sind nicht nur für die Menschen, sondern auch für Unternehmen und die Länder interessant ist. Der Grund dafür ist, dass die Technologie bietet eine Lösung für die wichtigen Probleme unserer Zeit, nämlich die Verkehrsüberlastung und was noch wichtiger ist, dass die Lösung für USKY Transport viel billiger, sicherer und kostengünstiger ist zu realisieren als herkömmliche Verkehrslösungen. In diesem Abschnitt habe ich versucht, einige Videos von verschiedenen Nachrichtenagenturen der ganzen Welt zu sammeln, wie zum Beispiel CBS, NBC, Fox, ABC, NTV Deutschlands, France 2 und so weiter. Und jetzt will ich gerne zu Ihnen vorstellen, Herr Jurosen, das ist ein Chefredakteur von Image Matrix Tech. Er sagte zu einem Australien, Sky News Australia, dass Beta-Version in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits in Betrieb ist. Jetzt schauen Sie ganz kurz am Bildschirm, liebe Zuschauer, dann werde ich die Thema ganz kurz auf Englisch von in ein paar Minuten auf Deutsch übersetzen und machen wir es weiter. Danke.
Also, ich bin zurück, Damen und Herren, und der Chefredakteur von Image Matrix Tech, Herr Jurosen, hat die Folgendes gesagt: Eine neue Form der Transport konnte dazu beitragen, die Staus in den Städten zu verringern, und zwar mit der Hilfe von der High-Tech-Gondeln, die an die Kabeln aufgehängt sind. Das weißrussische Unternehmen Uskay testet ja derzeit in Arabischen Emiraten, fügte hinzu, dass die High-Tech-Kapseln von ihnen wie eine Business-Class-Wagen aussehen. Die können bis zum 140 Kilometer pro Stunde fahren und im Gegensatz zu den herkömmlichen Seilbahnen, die sich mit einer niedrigen Geschwindigkeit bewegen, es ist möglich, mehrere Maschinen gleichzeitig zu betreiben. Von 6 Jahren im Juli 2015 begannen die Bauarbeiten für den großen Eco-Technopark in Marina Gorka in Weißrussland. Früher gab es hier eine Erdtank, die vollständig mit der Dieselöl gefüllt war. Anstelle von den Bäumen und Sträuchen gibt es jetzt nicht nur ein innovatives Zentrum, sondern auch Gärten, Alleen und die Heine. Herr Anatoli Junitski hielt während des Bauarbeiten die folgende Rede, ein folgendes Speech gehabt. Erinnern wir uns an diese Worte. Also, unser Projekt heißt Eco Techno Park und Eco steht oberster Stelle. Es geht um die Wiederherstellung der Umwelt und die Wiederbelebung besserer Böden und besserer Gärten, die uns säuberer Lebensmittel liefern werden. Und die Luftwege werden sicher sein. Die zerstört nicht den Boden oder Gärten. Sie tötet keine Lebenswesen, denn wir fliegen über den Boden und erreichen nicht die Oberfläche, auf der wir leben. 6 Jahre Entwicklungszeit. Also ist das genug oder ist das wenig oder viel? Wenn es man sich natürlich auf die übergründeten Versprechungen einiger Freunde von uns erinnert, die wirklich nur ein eigenes Wohlergehen dachten, würden wir manchmal wünschen, dass es schnell geht, schneller geht. Aber angesichts der Größe, die Aufgabe und Ergebnisse, die es in kurzer Zeit bei der Umsetzung eines globalen Projekts wie am der Verkehrs der Zukunft erzielt wurden, könnten wir mit der Zuversicht sagen, dass nur 6 Jahre waren und wir gratulieren jedem und von ganzem Herzen und wir machen es weiter. Am 18. September 2021 findet die vierte internationale wissenschaftliche technische Konferenz die raketenlose Industrialisierung des Weltraums statt. Sie wird Wissenschaftler und Forscher aus den Bereichen Technik, Ökologie, Biologie, Sozial-, Wirtschafts- und der Politikwissenschaften versammeln, die zu Aktivitäten Entwicklung des Weltraums beitragen. Das findet in Marina Gorka, das ist 60 Kilometer von Wien entfernt, statt, aus dem Gelände des Ökotechnoparks. Offiziell ist Ziel des ECOMIR-Programms ist es, ökologischen, sozialen, demografischen, humanitären und sonstigen weltweite Probleme der Menschheit zu lösen, indem der Teil der terrestrischen Industrie der Umwelt gefährdet, in den Weltraum verlagert wird. Die Organisation, die Astro Engineering Technologies in String Technologies, Wissenschaftler, diese Partner sind eine belarussische staatliche Verkehrsuniversität. Und der Autor, die Anatoli Junitski, wird Informationen über Technologien vorstellen, die für eine komplexe Lösung für ökologische Probleme unseres Planets sein Überleben in der schrittweise Entwicklung der Menschheit erforderlich sind. Die Vertreter aus Belarus, Ukraine, Russland, Großbritannien, Deutschland, Kanada, Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien werden in dieser Veranstaltung teilnehmen. Es scheint, dass in den Medien des Nahen Osten unser Projekt das Thema Nummer 1
bleibt von der letzten Periode. Ein Artikel von Angel Tesorero, einem leitenden Reporter dieser beliebten Nachrichtenagentur, erschien in der Golf News mit dem Titel Sharjah will die erste Stadt werden, die eine Hochgeschwindigkeits-Himmelsmodul einführt, der sich mit der Entwicklung eines strahlenbasierten Personen- und Gütertransportsystems in Vereinigten Arabischen Emiraten sich beschäftigt. In einem anderen Interview mit Golf News sagte der Direktor für Sharjah Forschungs- und Technologieparks, Herr Hussein Al-Mahmoudi, das Folgendes. Wir hoffen, dass wir die Technologie kommerzialisieren können und dass Skypod zu einem erfolgreichsten in der Region wird. Der Transport Uskai testet derzeit verschiedene Personen- und Güterzüge. Er fügte dazu, dass verschiedene Optionen und Standorte für den Einsatz eines neuartigen Hochtransportsystems als Teil eines umfassenden Plans zum Umwandlung des Sharjah mit einer nachhaltigen, futuristischen Stadt gibt. Wir sind uns alle der Herausforderung bewusst, die mit Verkehrsstaus der Mobilität verbunden sind. Wir glauben, dass die Uskai-Projekt zur Mobilitäts- und Infrastrukturstrategie für Sharjah und den gesamten Arabischen Emiraten beitragen wird, dass es weniger Land benötigt und aber viel effizienter ist. Die Möglichkeiten dieses neuen Verkehrsmittels verhelfen zu einem Riesensegment des Weltmarktes. Skyway-Transportsysteme werden mit bestehenden Verkehrs- und Infrastrukturanlagen verbunden. Bei der Bergindustrie werden die am schwersten zugänglichen Lagestellen erreichbar. Und die Skyway-Technologie ermöglicht die Straßenbau beliebiger Komplexität und lange bis zum Ende Transkontinentalbahnen. Am 6. Juni besuchte der Journalist der englischsprachigen Publikation Andy Scott von National, die zum zweiten Mal die experimentelle Zentrum der Skywalls Community in Sharjah und bereitete auf Basis der Ergebnisse des Besuchs ein Material über die Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in den Emiraten vor. Insbesondere hatte berichtet, dass Skyworld Community hat großes Interesse aus ganzen Welt, aber besonders in den Emiraten, mit den einigen Spitzen entwickeln. Das alternative Transportsystem bietet eine Sicherheit, eine Komfort und Bezahlbarkeit. Das erste kommerzielle Projekt wird im September 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar sein und der Bau wird sehr bald beginnen. Das aufgeständerte System wurde in Minsk von der Unternehmung von Herrn Anatoly Junitsky entwickelt, als einem Wissenschaftler, der Mitglied eines Kosmonautenzentrums der Russischen Föderation. Eine Cargo-Version kann 12 Meter Container mit hoher Geschwindigkeit ausliefern, sodass schwere Lastwagen entfallen können. Die Punkte auf dem Netzwerk von der abgehandelten Stahlseite wurde aus Wohnräume oder Büros dienen, alle verbunden durch die hochfeste Stahlseile. Außerdem sollen Sharjah und Dubai die erste Städte der Welt sein, die diese innovative Stringtransportsystem implementieren. Ein Schritt für einen Export dieses Transportmittels in Ausland. Die Kabinen bewegen sich selbstständig statt des herkömmlichen Seilbahnsystems auf 15 km pro Stunde beschränkt ist. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht diese Technologie Hochgeschwindigkeitsfahren zwischen Städten einen Bruchteil der Kosten anderer regulärer Transportsysteme, nämlich weniger als $200 pro Meter. Das Unternehmen betrieb mit 600 Ingenieuren eine Testgelände im Ecotechnopark von Marina Gorka in Weißrussland, wo 5 weitere 800 Meter lange Bahnen in Betrieb sind. Eine längere Teststrecke in Sharjah wird 2,4 Kilometer lang sein, mit 8 in Abständen angeordneten Stahlstrangwerken in Betonstrukturen.
diese jedes Ende verankern. Die Kosten für den Bau hängen weitgehend von der Grundstück und natürlich auch den potenziellen Fahrgastaufkommen auf einem fertigen Netz ab. Andy Scott hat auch bestätigt, dass der Bau einer Passagierstrecke wahrscheinlicher ist als einer Güterverkehr. Das wird uns einen Vorteil im Wettbewerb mit anderen Transportsystemen verschaffen und das ist finanziell tragfähiger sein wird. Die Emirate sind unsere Basis. Es ist ein vielversprechendes Land für unsere Technologie und wir haben eine Unterstützung in Sharjah. Dies ist nicht nur ein weiteres Transportsystem, sondern eine umweltfreundliche Lösung für die ganze Welt, die bereits vom Verkehr überlastet ist. Auch der CO2-Fußabdruck der Gondeln ist kleiner als eine gewöhnliche Zugfahrt. Das ist elektrische Ersatzbatterien, teilweise mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Machbarkeitsstudien zu den Kosten für den Transport von Gütern über den Netzwerk haben 1 Dollar pro 100 Tonnen für jeden zurückgegelten Kilometer veranschlagt. Auch am 21. April hielt der Leiter der Region und Geschäftsführer des Sharjah-Forschungs- und Technologieparks, Herr Mohammed Al-Mahmoudi, die erste internationale Webinar ab, in dem Junitsky String Technologie vorgestellt wurde. Und zwar hat er gesagt, hier sind einige hervorragende Beispiele für unsere Technologien, die wir in Sharjah entwickelt haben. Wir sind sehr stolz darauf, dass die größte Innovationszentrum für Transport und Logistik der Welt zu haben. Wir sind verantwortlich für die Entwicklung in der nächsten Generation von Technologien, die in gesamten Regionen der Nahosten gefördert werden. Dank unserer Zusammenarbeit mit Junitsky String Technology haben wir eine Oko-Haus gebaut, das eine unserer wichtigsten Errungenschaften ist. Und wir arbeiten mit UST in 4 Hauptbereichen, eine Kommerzialisierung, eine Unternehmertum, wissenschaftliche Entwicklung und Beschäftigung. Wir sind davon überzeugt, dass wir die erste Reihe des Innovations- und Humankapital entwickeln müssen, um eine stärkere Beziehung Universitätswelt und die akademischen Einrichtungen aufzubauen. Alle diese Vorteile haben Auswirkungen auf die Umwelt, da in gewerblichen Gebäuden durchschnittlich 30% der Energie einfach verschwindet, kann durch den Einsatz von IT-Technologien eine Energienutzung optimiert werden. Ein anschauliches Beispiel dafür ist das Unternehmen Junitsky String Technology, die keine Emissionen hat und von den größten Einsparungen bei den Betriebskosten für die zukünftige Transporttechnologien sehr gut profitiert. Herr Alexei Savin, ein allgemeiner Geschäftsführer von SW Plant, eine Firma, die UST-Anlagen herstellt, sagte im Interview, dass wir versuchen, die Produktion mit den modernsten Anlagen auszustatten. Wir verfolgen die Weltneuigkeiten und besuchen die Ausstellungen, obwohl einige Länder wegen der Pandemie geschlossen sind und die Ausstellungen abgesagt wurden, besuchen wir die Fortschritte, Technologie und Verarbeitungsstrategie sowohl online als offline zu verfolgen. Wir verfügen über Fachwissen in den folgenden Bereichen als Schweißen, alte Metallschneiden, Laserschneiden, Metallarbeitung, Erstellung von den Kunststoffteilen, elektrischen Antrieben, Batterien, Wechseltechniken und die Polymerguss. In Produktion heutzutage befinden sich 6 Bearbeitungszentren, die in Weißrussland keine andere Analoge haben. Außerdem haben wir 3 3D-Drucker, aus denen wir teilweise Teile für die innere und äußere die Fahrzeuge zu erstellen. Der Erfinder dieses erstaunlich erfolgreichen Projektes ist als
euch wisst, die Herr Anatoly Junitsky, er hat 40 Jahre harte Arbeit gekostet, um diese Technologie für unsere Gemeinschaft zu entwickeln. Und in den vergangenen 2 Jahren hat die Skyworld Community diese Technologie genutzt, Teststrecken und Stadt- und Landstraßen gebaut, Probeläufe und die Zertifizierungen durchgeführt. Auf diesem Grund hat Herr Junitsky seinen Blick auf den Nahosten gerichtet, wo unsere Produktion geografisch weit verbreitet ist. Früher zum Beispiel haben wir nur Blöcke und Komponente separat entworfen. Und wenn wir die Gesetze haben, was Form und Abmessungen angeht, passten sie oft nicht mehr zusammen. Aber als wir die 3D-Plattform umgestiegen sind, wurden diese Probleme automatisch gelöst, weil es möglich wurde, den gesamten Lebenszyklus der Technologie zu verfolgen, von Skizzen, Arbeitszeichnungen bis zur Produktion im Betrieb zu machen. Heute ist die 3D-Plattform das einzige Werkzeug, das einen solchen Ansatz möglich macht. Das UST-System umfasst die folgenden Maßnahmen zur Vermeidung und der Beseitigung von Unfällen, zum Beispiel die Verwendung von nicht brennbaren Materialien in Fahrgastmodus, die vorhanden sein in den Notlüftungen, die Notausgängen. Es ist wichtig, wichtiges Element der Sicherheit von UST-Systemen sind die technischen Lösungen, die dazu beitragen, die Sicherheit des rollenden Materials zu erhöhen. Diese Lösungen umfassen die folgendes: Das Anti-Entgleisungssystem, die aus drei sich überschneidenden Teilsystemen besteht. Diese Duplizierung reduziert das Risiko eines Unfalls, wenn eine Subsysteme ausfällt, zum Beispiel. Das Bremssystem mit einem primären Kreis in einem Reservekreis. Dieser Reservekreis liefert mindestens 50% die maximalen Bremsenleistung der Betriebsanlage. Also im Großen und Ganzen, wie funktioniert die Stringtransport unseres Unternehmens? Schauen wir uns einige Beispiele an, liebe Zuschauer. Diese Fahrzeuge sind aus einem sehr leichten Polycarbonat gefertigt, ausgestattet mit einem ebenfalls ultraleichten Elektromotor. Es nutzt eine Säulenkollektoren und Windenergie sowie eine normale Strom zum Betrieb. Die Bewegung wird durch eine hochfeste Stahlseile erleichtert auf dem sehr hohen, unebenen Boden. Das kann mit einer Seite der Gitarre verglichen werden, die sehr fest gespannt ist. Der Stringtransport ist ein revolutionäres System mit einer großen Anzahl von Personen, aber auch Fracht super sicher und effizient transportieren werden kann. Es ist ein sehr interessantes Transportmittel, sowohl für die lokale als auch die internationale Logistik. Ich möchte noch einmal bestätigen, dass diese Technologie in Hochgebirgsregionen wie Schweiz, Österreich, aber auch in Fachland, so als Belgien oder Niederlande, sehr erfolgreich eingesetzt werden kann. Die Innovation der Skyworld Community liegt in den Konstruktionsmerkmalen, den Gleisstrukturen und der automatischen Steuerung. Die basiert auf der künstlichen Intelligenz. Die technischen Gesamtlösungen des Unternehmens reduziert die Bau- und Betriebskosten der Verkehrssysteme und mehr als ein Drittel im Vergleich zu einer herkömmlichen Einschienenbahn und Hälfte im Vergleich mit einer Eisenbahn. Und bis zum 5- oder 6-mal im Vergleich mit zu einem regulären Autobahn. Diese Technologie hat ein großes Potenzial. Schließlich kann die Infrastruktur von Städten komplett zur sogenannten lineare Stadtstruktur umgewandelt werden. Außerdem ist dieses System sehr umweltfreundlich und ermöglicht viel sauberere Städte, als wir heute haben. Dank der Festigkeit, die Stahldrähte von den hochqualifizierten Ingenieuren entwickelt wurden, ist eine Gefährdung des Lebens der Fahrzeuge nicht zu befürchten. Dank eines intelligenten Intelligenzsystems, speziell für dieses Fahrzeug entwickelt, sind während des Testfalls bisher
keine Unfälle passiert. Die Fahrzeuge sind sehr flexibel. Sie können sich unten die alle Bedingungen frei bewegen. Sie sind extrem hitzenbeständig, können über Wasser, über steinige Straßen fahren und verursachen überhaupt keinen Staus. Denn die Fahrzeuge bewegen sich dank der automatischen Lenkung über die Fläche. Zur Energiegewinnung werden Windmühlen und Solarpaneele eingesetzt. Die super effiziente Elektromotoren verbrauchen nur Minimum an der Energie, was zu erheblichen Einsparungen führt. Die einzigartigen Vorteile von Unitsky String Technology entwickelt Transportsystem ermöglichen es, die fortschrittlichen Errungenschaften im Bereich des elektrischen, schnellen, aber auch die umweltfreundlichen Transport integriert zu nutzen. Zusätzlich zu den kommerziellen Vorteilen adressieren die vielschichtigen Engineering-Lösungen Unternehmens in der Region mit drei industriellen Zielen. Erstens ermöglicht einen erhöhten Güter- und Personenverkehr in bestehenden Städten, ohne diese vorhandene Infrastruktur zu beeinträchtigen. Zweitens ermöglichen die Verbindung und Optimierung des Warenflusses zwischen schwer zugänglichen Produktionsgebieten und so als die Flughäfen, Logistikzentrum und so weiter. Und drittens, das kann eine Terminal gebaut werden müssen. Und drittens bietet eine Lösung des Unternehmens eine umweltfreundliche Transportverbindung ohne Umweltverschmutzung mit einem minimalen Lärm für die Regionen mit erhöhten Umweltforderungen, in denen industrieller Einfluss auf Umwelt verboten oder begrenzt ist. Jetzt, meine Damen und Herren, will ich unsere Modelle ganz kurz vorstellen. Wir haben in total 12 und wir beginnen mit uns einer Leiter und einer Pionier, einer Hochgeschwindigkeitsfahrzeug U4-362. Die kann die Geschwindigkeit bis zum 500 km/h beschleunigen. Es wird von einem elektrischen Fahrmotor angetrieben, der über eine Kontaktschaltung oder über ein eigenes Energiespeichersystem wird ausgestattet. Es wird als Teil von Verkehrs- und Infrastrukturkomplexen eingesetzt, um Verkehrsverbindungen auf Intercity oder internationalen Strecken zur Verfügung zu stellen. Die Kabine hat 6 Sitzplätze mit einem Passagierunterhaltungssystem ausgestattet ist. Der Aufbau hat ein separates Fach für die Gepäck. Folgendes Modell heißt Unitrag U4-131 für den Transport von Massengütern, gefährlichen Flüssigkeiten, verderblichen Waren und der Stuhlgut ausgelegt. Es wird um einen Fahrmotor angetrieben, der über einem Boot Kontaktkreis oder in einem Energiespeicher wird ausgestattet. Die Gerätwagen kann automatisch beladen und entladen werden. Es wird im Transport in Infrastrukturkomplexen für den Betrieb von Industrielagen, Infrastruktur von den Häfen und den Minen sowie in der städtlichen und vorstädtlichen Straßen eingesetzt. Das Fahrzeug Unibus U4-210 mit der Standardausstattung wird für die Infrastrukturkomplexe zum Einsatz an städtlichen und vorstädtlichen Straßen verwendet. Die gesamte Kapazität des Fahrzeuges beträgt 14 Personen, darunter 2 Sitzplätze. Es wird von einem Fahrmotor angetrieben, die einem eigenen Kontaktkreis und Energiespeichersystem wird ausgestattet. Auf der Basis dieses Fahrzeugs wurde eine Reihe von Modifikationen entwickelt, eine Einzelgondel mit erhöhter Kapazität und vergrößerter Kabine, Verbundfahrzeuge mit auf Basis eines Einzelfahrzeugs mit einer Möglichkeit, um Züge zusammenzuschließen. Wie ihr schon wisst, hat Anatoly Junitsky seinen Blick nach einem Nahen Osten gerichtet. Warum? Weil die Tempo
mit dem sich die Sharjah Innovations- und Progressive Technology Park sich entwickelt, ist einfach unvorstellbar. Dort beginnt gerade eine technologische Revolution und wir, UST, wir sind eine Vorreiter. Lassen Sie mich ganz kurz unseren tropischen Modell vorstellen. Bei der Entwicklung einer Unica Tropical U4-431 wurde die klimatischen Besonderheiten des Nahen Ostens berücksichtigt, wo der Einsatz erfolgte. Diese Neuheit zeichnet sich durch eine doppelte Klimaanlage, eine hydraulische Federung, ein doppeltes Kühlsystem, eine große Energiespeicher an Bord, ein verbessertes Kühlsystem und eine VIP-Kabine, so als ich gesagt habe, so als Mercedes oder BMW ist. Dank der Zuverlässigkeit, der hohen Leistung, der breiten Palette der Optionen sowie einer Einfachheit und des geringen Materialverbrauchs des Fahrzeugstruktur könnten die verschiedenen Modelle unserer Unternehmen zu einer universellen Lösung für eine Reihe von Transportproblemen werden, wie zum Beispiel Organisation der Güter und Personentransport in abgelegenen Gebieten und Regionen mit schwierigen klimatischen Bedingungen. Der Bau der neuen Straße in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Und nun, liebe Freunde, will ich gerne ganz kurz über unsere 11 Folgen sprechen und wir werden mit Vietnam beginnen. Wir sind sehr stolz drauf, dass die Vorstände Mitglieder von Unitsky String Technology, Herr Wladimir Maslow und der František Šola von einer Geschäftsreise auf Vietnam zurückgekehrt sind, wo sie die Stellvertreter von vielen vietnamesischen Unternehmen getroffen und die Entwicklung von UST in Land besprochen haben. Die Vorstandsmitglieder führten Gespräche mit den Vertretern mit Firma ThinkPad, die den Bau einer 3 Kilometer langen Landebahn zu unserem Stadt Loi Am Pagode hat geplant. Als Ergebnis des Treffens wurde eine Vereinbarung zu der Gründung einer Joint Venture Company, die Viettransnet Ltd. heißt, um Entwicklung einer Genehmigung für eine Innovationsaktivität im Transportsektor zu erhalten. Sobald die Erstellung des Horenanfuß abgeschlossen sind, wird das Projekt zu einer weiteren Bearbeitung der UST übergeben. Es fand auch die Treffen mit den Partnern statt, die Informationszentrum eingerichtet haben. Das Teil der Vietnam Association and Creative Workers. Das Verein arbeitet eng mit den wissenschaftlichen Organisationen, die WUSTA heißt, und mit Ministerium für Wissenschaft und die Technologie unterstützt wird. Das bedeutet, das Projekt hat einen offiziellen Kanal zur Verarbeitung und für Verbreitung von Informationen über die UST-Technologie im Ausland. Jetzt, lieber Partner, will ich ganz kurz über Olga Veronika sprechen. Sie ist ein sehr aktives Mitglied der Skyward Community in Partnerschaftsprogramma in der Dominikanischen Republik. Sie hat in letzter Zeit eine unglaubliche Arbeit geleistet, um Aufmerksamkeit auf das Projekt von unseren Firma in der Dominikanischen Republik zu lenken. Olga war zu Gast in der Morgensendung Musikalisches Frühstück auf TV Romana und auf Delta Radio, wo sie ganz genau erklärte, was eine Skyworld Community ist und wie man das Projekt unterstützen kann. Darüber hinaus traf sich unser Vertreter mit dem Bürgermeister der Provinz La Romana und mit Präsidentin Nationalen Rates für Klimawandel der Dominikanischen Republik. Olga diskutierte mit den Politikern in den Aussichten für die Umsetzung der Skyworld Transport im Land. Sie organisierte auch 3 Offline-Präsentationen in Santo Domingo, das ist eine Hauptstadt der Dominikanischen Republik, die von insgesamt 19 Personen besucht wurden. Dies wurde
größtenteils durch die Medienveröffentlichungen, Fernsehen, Auftritte und Treffen mit den Politikern erreicht. Die Stärkung der Positionen unserer Gemeinschaft im Nahen Osten, dieser Haupttrend in diesem Jahr. Die Technologie wurde offiziell als Potenzial für die Umsetzung in Infrastrukturentwicklungsplan von Dubai vorgestellt. Eine Reihe von Projekten, die der Verkehrsminister des Landes vorgeschlagen ist, wurde von dem Leiter der Region, dem Herr Hussein Mohammed Al-Mahmoudi, genehmigt. Zu den Projekten gehört ein Nahverkehrssystem mit einer Gesamtlänge von 15 Kilometern und 21 Stationen. Das mit unserer Technologie muss realisiert werden. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass seine Hochheit Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qassimi, das ist ein Mitglied im obersten Bundesgericht des Arabischen Emiraten, hat auch die Innovations- und Technologiepark in Sharjah besucht. Und dieses Ereignis wurde in Medien der Emirate breit übertragen. Bei der Besprechung wurde besonders auf Augenmerk die Gleiskonstruktionen, die Anker und die Zwischenschützen in bestimmte Lasten gelegt. Und es wird davon ausgegangen, dass während ihres normalen Betriebs, die können nicht beschädigt werden. Außerdem ist eine regelmäßige technische Inspektion des Gleisaufbaus in den Stützen notwendig ist. Wir führen eine regelmäßige Test unseres Transportsysteme nicht nur im Eco-Technopark in Weißrussland, sondern auch in Sharjah durch. Das bedeutet, dass sie in den verschiedenen Ländern und unter verschiedenen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden können, zum Beispiel bei den Temperaturen von minus 50 bis zu plus 60. Wir können auf dieses zweite Niveau gehen. In diesem Fall gehen wir höher und überwinden alle Hindernisse, die in den Weg stehen. Weiter hat Herr Oleg Zaretsky, das ist einer CEO-Stellvertreter in den Emiraten, sagte er in dem lokalen Radiointerview, dass die Kosten für den Bau des Netzes billiger oder selbst teilweise gleich sind mit dem Bau bei den neuen Autobahnen und in der Zeit erfordert viel weniger Wartung. Auf einer Entwicklungsbaustelle in einem Technologiepark wurde bereits eine 400 Meter lange Landebahn mit einer Hängelkapsel in Betrieb genommen, die dem Experimenten im extremen Klima den Nahen Osten standhält. Diese Kabinen werden von 6 bis zum 30 Personen gebaut. Jetzt will ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Sperrung des Suezkanals lenken. Warum? Weil die hat uns langjähriges Problem ans Licht gebracht. Die Logistiker, die sind seit langem über die hohen Kosten, die Seetransports beklagten, sind auch die Unzuverlässigkeit überzeugt. Die Schließung des Suezkanals über die etwa 30% des weltweiten Containerverkehrs und 12% des Welthandels hat zu einem Verlust von etwa 10 Milliarden Dollar pro Tag und einem Anstieg der Ölpreise bis um 6% für fast eine Woche geführt. Aber unser Unternehmen ist ein Pionier an diesem Gebiet und hat eine ideale Lösung angeboten. Nach vorläufigen Schätzungen werden beispielsweise die Kosten für ein 160 Kilometer langes elektrisches Transportsystem von uns etwa 10 Millionen US-Dollar pro Kilometer beitragen. Natürlich ohne rollendes Material und Entladungsterminals. Was fünfmal weniger ist als eine Kosten für einen Kanal selbst. Die Komplex wäre in der Lage sein, die Fracht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde liefern, was sechsmal schneller ist als eine Schiffes. Eine COO-Stellvertreter, Frau Nadezhda Kozireva, erklärte das Folgendes: Die Situation im Suezkanal hat uns deutlich gemacht, dass die Logistik der Weltwirtschaft diversifiziert werden muss. Dazu möchten wir mit unseren Innovationen
Transportlösungen beitragen. Wie euch bereits wissen, ist unsere Technologie in über 180 Ländern weltweit zertifiziert und erheblich rechtlich geschützt. Das ist eine phänomenale Leistung. Und für Anfang 2021 haben wir die Kostenzuwachs in der Modellpalette. Schienenfahrzeuge mit erhöhten Tragfähigkeit. Die neuen Unibusses werden zum Beispiel von 2 bis 10 Kabinen zusammengesetzt mit einer Kapazität bis zu 50 Personen. Aber auch wir können die städtliche Mobilität und die Verkehrsverbindung erhöhen und verbessern. Nehmen wir an Berlin oder Hamburg für ein Beispiel. Die einfache Fahrt zwischen Ihrem Zuhause und dem Büro mit einem täglichen Staus kann bis zu 2-3 Stunden dauern, vielleicht mehr. Aber mit der Hilfe von unserer Technologie kann diese Fahrzeit leicht bis zur Hälfte reduziert werden. Damen und Herren, um unser heutiges Webinar abzuschließen, möchte ich eine Zusammenfassung geben. Was ist eigentlich unsere Philosophie? Die SkyVault Community bietet eine Lösung für die ökologischen, sozioökonomischen Probleme, die mit der Ineffizienz der Verkehrs der unseren Zeit verbunden sind. Es ist eine allumfassende Lösung für eine Erschließung von den Gebieten wie Berge, Dschungel, Meeresboden, Tigers, Wüste und so weiter, die eine Lösung von den dringenden Problemen der Menschheit in Bezug auf Energieversorgung, den Aufbau der Verkehrssysteme, Umweltverschmutzung und der Gesundheit sowie eine Erschließung der neuen Gebiete und eine nachhaltige Stadtentwicklung bietet. Und garantiert, meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wird dieses und folgendes Jahr von unseren Unternehmen eine Übergangsperiode. Und wenn wir eine Ereignisse der vergangenen Jahres ansehen, können wir feststellen, das war für uns nicht einfach gewesen, weil für jeder von uns, es gab viele turbulente Ereignisse, aber trotz aller Skepsis, eine Ausgangssperrung, eine Coronavirus, eine Verspannung, die unser System gebremst war, dass unsere Technologie in näherer Zukunft weltweit eingeführt werden soll. Es ist eine Transportlösung für die zukünftigen Generationen. Wenn euch Fragen haben, bitte konsultiert euch an der Ressourcen auf unserer offiziellen Website. Ihr könnt das sehen ab in der Diapositiv. Ich wünsche euch alles Gute, um alle Schwierigkeiten auf Ihrem Weg nach der Zukunft zu überwinden. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Noch einmal, ich will meine Entschuldigung für eine kleine technische Probleme mit dem Sound heute. Und ich hoffe, dass im nächsten Mal viel mehr positive Nachrichten zu vermitteln. Tschüss.